Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV, heute mit einem Let's Play zu Quantum Conundrum. Den Test gibt's dann obendrauf, sobald ich damit durch bin. Aber das bekommt ihr natürlich auch dann mit, wenn ihr das Let's Play weiter verfolgt. Das Teil ist ein, es ist ein blindes Let's Play, deshalb weiß ich selbst noch nicht, was auf mich zukommt. Und das Ding ist so ein Puzzler aus der, Puzzle-Rätselspiel aus der Ego-Perspektive. Unter anderem designt von Kim Swift, die bei Valve gearbeitet hat und entscheidenden Einfluss auch hatte auf Portal, was ja schwer berühmt und critically acclaimed wurde, könnte man sagen. Ich starte jetzt einfach mal hier ins neue Spiel und guck mal, was so geht. Lyncht mich nicht, wenn ich für manche Rätsel ein bisschen länger brauche. So bin ich nun mal. Once upon a time, that's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on my, the brother's doorstep. Now you, I mean, the boy, had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich die Episoden mache, die einzelnen. Da gucke ich einfach mal. Let's see, if I configure the transdimensional velocity regulator at approximately 0.887 microseconds past the... Oh, you're here? I have the most incredible invention to show you this visit. Unfortunately, I'm a bit indisposed at the moment. ich gucke einfach mal, wie die Levels aufgebaut sind und wie lange man braucht. Und je nachdem schaue ich mir dann, überlege ich dann, wie lange ich die Parts mache. Ob ich die eine Stunde lang mache oder ob ich die immer, immer je nach Level mache. Oh, das schaut richtig toll aus. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Aber man kann nur Objekte aufheben, die ich habe mir ja schon mal die Steuerung ein bisschen angeschaut. Great Explanation. Ja. Erstmal ein bisschen die Bücher hier durch die Gegend werfen, müssen wir aufräumen hier. Oh, Scheiße. Das kann sogar kaputt gehen. Wer hätte das gedacht? Okay. Ich glaube, ich habe genug hier randaliert. Kann man auch den Tisch aufheben? Nee. Wow, die Steuerung ist so ein bisschen krass empfindlich irgendwie. Steuert sich so ein bisschen nervös. Aber vielleicht habe ich auch nur. Na. So. Durchgeprüft. Confounded machine. Was ist das hier? Auch mal kaputt machen was? How entirely frustrating. Alle zerdeppert hier. Onkel, Bruder. What was that? So ein bisschen verwirrend ist es ja schon. Ne? The Wizard of Osmium. Dezente Referenzen. Ah. Trägt er eine 3D-Brille? Aber 3D-Brillen sind, glaube ich, rot-grün.
Oh, good. That should be a safety release for the door up there somewhere. Now, where on earth did I put that? Ah ja, okay. Ach ja. Er hat den Schalter sinnvollerweise ganz da oben angebracht. Natürlich. Oh, yes, I'd forgotten. You're not particularly tall, are you? You should be able to use your luggage to give you an extra boost. Ach so, okay, ich stelle mich auf mein Gepäck. Ja. Natürlich. So. Ja, ja, wie gesagt, chillt, wenn ich hier an den Rätseln erstmal ein bisschen scheitere. Ich habe auch persönlich Portal zu meiner, muss ich zugeben, nicht gespielt. Wait a minute. Something isn't quite right here. Soll ich das Gepäck mitnehmen? Ich nehme es mal mit. Man weiß ja nie, wofür man es noch braucht. Kann man es auch drehen oder so? Oder muss ich hier einfach so lange gegen die Dings laufen? Oh no, 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 no! Ah! What the fuck? Ah! Hallo? Ah! It seems as if I can still tap into the intercom system. Well, I most certainly can do better than this. Testing, 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 testing! There. Ha! Much better. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. There's a way to restart the power grid. Mein Gepäck ist weg, ne? Und safe hat er hier. Ja, ja, ich habe schon von vielen hier Dimensionsspielereien etc. gehört. Und wahrscheinlich werde ich bitter scheitern. Okay, das war mal ein Ritter. Wie habe ich Angst, dass mich hier irgendwas anspringt? Last I remember, I was in the new technology sector, and then I don't know. I do think the failsafe was tripped accidentally. Unfortunately, the front door will remain in lockdown until you can restore the power. Okay. Ah ja, okay, da oben wahrscheinlich. Vielleicht hilft's ja da jetzt, wenn ich. Ui, hoppa! What the fuck? Ich dachte, ich müsste da oben vielleicht was machen, aber es geht auch so. Sehr gut. If you head over to my office over on the left, you should be able to restart the manor's power grid. Ja, links sein Office. Ich habe die Untertitel extra eingeschaltet gelassen, damit ihr gegebenenfalls. Ich versuche auch immer still zu sein, wenn jemand spricht. Aber dann könnt ihr gegebenenfalls auch mitlesen, wenn ihr nicht so gut Englisch versteht. Throw that switch there. It should be the one. Okay, kann man hier noch irgendwas machen? Level auswählen. Naja, ach so, es hat also so ein bisschen auch was Arcadiges. Zielzeiten und sowas. Was bist du denn? Upsa. Na gut. Well, that wasn't as effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Just take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now.
as I am not pleased. What you are holding is an early prototype of the Interdimensional Ship Device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. Sehr witzig. Okay. Blueprint Tube. Ich will mich erstmal einmal kurz hier umschauen. Wer schon mal ein Let's Play gesehen hat mit mir, der weiß, dass ich mich immer erstmal überall zwangshaft. If you can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there first. The blue wing. Wer schon mal ein Let's Play mit von und mit mir gesehen hat, der weiß, dass ich immer ganz pedantisch alles absuchen muss und what the fuck? Ah, yeah. Interessante Gemälde hier. Ich glaube, es lohnt sich aber auch echt, sich solche Dinge anzuschauen. Okay, hier oben ist noch alles verschlossen. Oben dieses Leuchtgedönse schaue ich mir gleich mal an. Naja, hier geht es noch nicht lang. Das ist schon klar. Zumindest mal schauen. Ist ja noch alles leer und unspektakulär. Aber hoch springen kann ich immer. Zack. So. Jetzt geht's einmal kurz noch nach da oben. Und da will ich nochmal schauen. That is my second cousin Billy. Es geht ja, hier geht's überall dann später weiter, wenn ein Sektor nach dem anderen freigeschaltet wird, wahrscheinlich. Na gut. Dann würde ich sagen, pack mal's. Ach, ich wollte auch nochmal hier in dem Office, kann ich auch nochmal kurz schauen, ob das, ob dieses Blueprint-Ding. Ach, hier ist auch der Handschuh. Der Dimensionshandschuh. Finde die Planrollen, um in das Forschungs- und Entwicklungslabor deines Onkels zu gelangen. Okay. Also müssen wir erst unterschiedliche Pläne finden. Dann geht's in den blauen Sektor. Vielleicht dient das Let's Player dem einen oder anderen auch als Hilfe, wenn man jetzt in den Rätseln irgendwie nicht mehr weiterkommt, wenn ich das nochmal anschauen mag. Jemand anderes das tut und er hat eine Schnurrbartsammlung. Hervorragend. Ja, ich liebäugle auch damit, mir einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Aber irgendwie sieht das bei mir nicht so hart aus, ne? Aber seht ihr dann, wenn ich eine Kamera habe. There's something I must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last time you barged in. I mean, visited. Thankfully, that invention of mine should be infused with more than enough genius to help navigate some of the not-so-childproof areas. Was er hier für Bilder auch hängen hat, ey. Geht auf keine Kuhhaut. Okay, also diese Rohre führen immer dann zu den Switches. Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts. Existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. Okay, ich mach das immer nach diesen einzelnen Kapiteln, denke ich mal. Wenn jetzt da Galerie der, ich hab's schon wieder vergessen, was da stand. Galerie der Genialität, glaube ich. Dann mache ich das jetzt so lange, bis der nächste Abschnitt kommt. Und dann gibt es erstmal einen Cut, unabhängig davon, wie lange die Episode dann ist. Das kann ja auch vollkommen verschieden sein. Hat er ein Jetpack? Oh, so ein Jetpack wollte ich auch schon immer.
Das sind seine Erfindungen. Also es ist auch, muss physikalisch korrekt sein, also sonst würde das... Upsala! Okay. Es ist die Eiskanone, die man im Intro gesehen hat. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, die Sachen zu zerdeppern hier, aber ich mach's einfach mal, ne? Ist man so gewohnt aus Videospielen, dass man möglichst alles kaputt machen muss. Deshalb, ja. Könnte ja was drin sein, was hilfreich ist. Kann auch reingucken, aber ja, kein Amateur hier. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. Okay. Gürtel. Ist auch eine interessante Idee, mit Gürteln die Bücher zusammenzubinden, damit sie nicht auf den Dings fallen. Through the looking spectrometer. There's a painting of the glove you're wearing on the wall. Notice how it is nice and clean and not completely destroyed by an unqualified 10-year-old. Or are you 12? I can never remember. Let's make sure that life imitates art. You won't have control over the ability to switch dimensions yet. Just be patient. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating gruidae. Or a drinking bird. Except it's far more advanced. Ja, krass. Ich habe einfach mal in die Dings, in den Rhythmus gefuscht. Das ist bestimmt unendlich zerstört. Ja, das Spiel tritt mich schon unabhängig in die Richtung, dass ich immer die Türdinger aktiviere. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility and the distance it can be from a receptacle in order to function. You'll see what I mean. Eventually. Was ist das für glückliche Katzen hier? Das hat ja so leichte Ruckler immer drin, leider. Das begeistert mich noch nicht so. Grafikstil finde ich ziemlich geil. Okay, nee, jetzt lohnt es sich nicht, einen Cut zu machen. Jetzt mache ich weiter. Ein Perspektivenwechsel. Kann man ja als Doppelepisode begreifen, hier gleich zu Beginn. This is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy Dimension. In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful because everything is 10 times lighter than normal. Fluffy Dimension. Ja, dann kann ich wahrscheinlich auch alle möglichen Sachen hochheben und durch die Gegend schmeißen. In der Fluffy Dimension. Ja, so ein bisschen verrückt ist es hier schon. Genau, jetzt kann ich nämlich den Safe auch durch die Gegend heben. Ah, jetzt will ich das ausprobieren. Oh! Okay, nochmal, das war witzig. Ja, das gefällt mir. Das führt da in die Wand. Guck mal, der Typ wird zum Vogel, oder was? Ja. Oder zu einem Typ im Vogelkostüm, besser gesagt. Ach nee, das ist die Nase mit der Brille, die aus dem Dings rausragt.
Ah ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Zack, dahin und hoch. Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass to electricity converter. Zack. If you place a heavier object on it, it should generate enough power to open the door. Kann ich den Sessel eigentlich auch draufstellen? Ach, jetzt kann man alles bewegen. Zack, und weg ist es. Ah ja. So, ich könnte natürlich auch den Safe draufstellen, aber ich dachte jetzt. Ich probiere es einfach mal aus. Was man alles so bewegen kann. So ein bisschen an das Schloss von Die Schöne und das Biest. Also an den Disney-Film. Oh! Voilà. Oh, oh. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Ah ja, okay. Kann ich wieder die Dimensionsbatterie einstecken? Und dann. There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Desmond, bekannt aus Assassin's. Something to note. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not the you in an alternate dimension. Let me try that again. You remain constant. So no matter the dimension, your mass, shape, speed, and trying personality remain the same. So, das soll doch da drin stecken bleiben. Na, ach so, okay. Ja, das bleibt automatisch stecken. Kann ich den Vogel hier einstellen? Das schaltet das ständig an und aus. Genau. Weil wenn ich es einfach nur so draufgeklickt hätte, dann wäre es zwar angegangen und ich hätte den Safe draufstellen können, aber ich hätte nicht dann noch. Ich hätte es dann wieder ausmachen müssen, damit es wieder runtergeht und der Safe schwerer wird und ich durchgehen kann. Ja, genau, und da es ja hier sowieso die ganze Zeit an- und ausgehen muss, muss nämlich der Vogel draufstehen, damit es. Damit sich die Dimensionen ununterbrochen abwechseln. So. Achso, und jetzt nehme ich ihn mit. Oder auch nicht? Ah, ja, okay, nee, ich nehme. Oder kann. Geht auch so. Okay. Was ist das da oben eigentlich? Meint ihr, da kann man vielleicht den Safe reinwerfen oder sowas? Ich probiere das mal kurz aus. So viel Zeit muss sein. Kurzes Experiment. Ah, das war. Hoppala. Oh, da fliege ich da. Zack. Und rein mit dir. Oh, zu spät. Aha. Nee, okay, es war nur dumme Spielerei. Bevor ich den vollkommen kaputt mache jetzt. Gehe ich mal weiter. You should throw that IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Okay. Ist der Switch. Muss beides gleichzeitig beschwert werden, damit es wahrscheinlich freigeschaltet wird. Hier ist der andere Safe. Das ist nur Gedönse hier. The receptacle is up on the second floor alcove. Und hier muss die Batterie rein. Das war ja nichts. That receptacle will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Ach, jetzt kann ich einfach selbstständig durch den Handschuh? Ah. I see. Woo. Zack. Okay. Schon geschnallt. Jetzt kann ich es wechseln, wie ich lustig bin.
Ja, das macht ja total Sinn. Zack, und schon gar nicht durch. Super. As I mentioned, dimensional rifts in the manor are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. Genau, und deshalb kann ich auch nur dann das machen, wenn ich mich in der Nähe von so einem Energiefeld befinde. Mansfield Pulsar. Ich werde wahrscheinlich viele der Referenzen hier nicht checken. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel Portal jetzt hier in Quantum Conundrum steckt. Weil wie gesagt, ich habe diesen Klassiker, diesen Meilenstein der Videospielgeschichte bisher ausgelassen. Es gibt einfach zu viele gute Videospiele. This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. Okay, und ich denke, hier geht's jetzt durch ins nächste Kapitel. Und wenn dem so ist, dann war es das auch mit der ersten Episode. Zack! Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Macht's gut!